Was man nicht wusste, aber ahnte, ist, dass nach der Biermann-Ausbürgerung eine ganze Reihe von oppositionellen, jungen Leuten wie mir im Knast gelandet waren. Es gab nicht wenige Verbände, Vereine, Linke wie Konservative oder auch Rechte im Westen, die sich darum kümmerten, solche Namen herauszufinden. Mein Name war auf eine dieser Listen geraten, mein Name war im Spiegel aufgetaucht. Und so kam ich auf eine Liste von vier, fünf, sechs Personen, die neben Fuchs, Panach und Kunert gefragt wurden, ob sie die Gerichtsbarkeit der DDR akzeptieren würden. In meinem Fall mit einer Verurteilung für eine Haftzeit in Schwedt im Militärgefängnis. Oder ob man dieser DDR-Gesetzlichkeit aus dem Wege gehen will und innerhalb von 24 Stunden die DDR verlassen will. Darüber haben wir alle geschlafen, haben alle geflucht und haben schließlich alle unterschrieben auch. Denn was wären die Alternativen gewesen? Die Alternative hätte darin bestanden, dass man Jahre in DDR-Gefängnissen vermodert sitzt und quasi eine Opfergeschichte auf sich nimmt, die ein Bild für die Presse abgibt. Das war nicht in meinem Interesse. Ich wollte nicht unbedingt als Held wirken. Ich wollte wieder Musik machen, ich wollte Texte schreiben, ich wollte da raus. Man durfte, ja, wie man weiß, bei der Staatssicherheit nicht schreiben. Weder Papier noch Stift waren an. Das war schlecht. Also Sie wollten raus, Sie wollten Musik machen, wollten Sie dann auch in den Westen? Ich wollte damals immer noch nicht, also in den Westen, aber damals gab es dann in Hohenschönhausen bei der Stadtsicherheit nur noch diese Alternative: West-Berlin oder Schwedt in der DDR und Celle. Also eine andere Möglichkeit gab es nicht. Von da aus gesehen hatte ich Angst vor dem Westen. Ich wusste nicht mal, ob es im Westen eine Krankenversicherung gibt. Ich wusste nichts. Ich habe dann gesagt, dann gehe ich eben am Kudamm Schuhe putzen und bin aber wenigstens an der frischen Luft draußen und muss nicht hier in eurer Zelle vermodern. Also gebt her den Wisch, ich unterschreibe euch das. Konnten Sie sich denn von Familie und Freunden auch verabschieden? Nein, null natürlich. Du unterschreibst deine Akzeptanz deiner Ausbürgerung, du kriegst kurze Zeit später die Ausbürgerungsurkunde, du wirst aus der Zelle geholt, du wirst in ein Auto gesetzt und zum Anwalt Vogel gefahren. Der Anwalt Vogel beglückwünscht dich zu deiner Befreiung. Er setzt dich in seinen Diplomaten-Mercedes, er fährt mit dir zur DDR-Grenze. Die DDR-Soldaten springen auf und salutieren. Vogel gibt Gas und dann stehst du schon vor einem Schild, da steht drauf, nimm 2, und da steht ein Ami-Soldat mit einer Knarre und dann bist du im Westen. So geht es.